In diesem Video werde ich dir unter anderem zeigen, wie du deine Stats extrem pushen kannst. Außerdem wirst du dadurch unter anderem die jetzige Silbertrophäe freischalten. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und um keine Zeit zu verlieren, kann es jetzt auch direkt mit dem ersten Schritt losgehen. Wie du es ja gerade schon nebenbei sehen konntest, müssen wir hierfür die Skanda-Questreihe abschließen. Und das erste Skanda bzw. das Skanda der Körperlichkeit kannst du bereits in Kapitel 1 in der Nähe vom jetzigen Schrein finden. Für die Freischaltung vom Skanda des Gefühls musst du eine bestimmte Questreihe in Kapitel 2 abschließen. Solltest du also noch nicht das jetzige Skanda besitzen, würde ich dir dazu raten, erstmal in folgendes Video von mir reinzuschauen. In diesem zeige ich dir, wie du den aktuellen Boss beschwören kannst und nachdem du den Kollegen besiegt hast, erhältst du auch direkt das benötigte Skanda. Für das Skanda der Wahrnehmung begibst du dich zum jetzigen Schrein in Kapitel 3. Als nächstes geht es in Kapitel 4 weiter und hier nutzt du erneut denselben Weg wie ich. Nachdem du die ersten 4 Skandas erhalten hast, begibst du dich als nächstes zum jetzigen Schrein in Kapitel 6. Und dort angekommen, nutzt du gleich denselben Flugweg wie ich, um einen geheimen Bossfight zu triggern. Yeah.
Kleiner Tipp an dieser Stelle für dich, sobald du den jetzigen Bereich erreicht hast, würde ich dir dazu raten, erstmal von der Wolke runterzugehen. Das hat den großen Vorteil, dass du dadurch einen großen Fallschaden verhindern kannst. Solltest du das nicht machen, passiert dasselbe wie gleich bei mir im Video. Nachdem du das jetzt weißt, gebe ich dir als nächstes noch ein paar Tipps mit, durch die du es deutlich einfacher haben wirst, den Kollegen zu besiegen. Generell würde ich dir dazu raten, immer etwas auf Abstand zu gehen, denn dadurch wird er dich mit den meisten Angriffen gar nicht erst treffen können. Wichtig ist es nur, dass du direkt seine rechte Hand attackierst, nachdem sich beide Hände auf dem Boden befinden. In dem Zeitraum wird es nämlich dein Ziel sein, die blauen Kristalle zu zerstören. Du kannst zwar auch so Schaden machen, aber durch die blauen Kristalle kannst du deutlich mehr Schaden anrichten. Und nachdem du genügend Schaden verursacht hast, wird er zum Schluss viele Schadenswellen austeilen. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das Ganze überleben kannst. Möglichkeit 1 ist, dass du perfekt ausweichst oder drüber springst. Alternativ könntest du dich natürlich auch die ganze Zeit über heilen. Und zu guter Letzt wäre es theoretisch sogar noch möglich, die Azurstaubverwandlung zu aktivieren. Da diese ja extrem viel Schaden aushält, solltest du auf diese Weise die letzte Angriffsphase überleben können. Und nachdem du die Phase überlebt hast, begibst du dich als nächstes zum selben Spot wie ich. Nach der Cutscene erhältst du das Skander des Bewusstseins und danach begibst du dich in die Base. Bei dem Xu-Hund angekommen, wählst du jetzt dieselben Antwortmöglichkeiten wie ich im Video aus. Uncover the secrets of sky and earth. Nachdem du die 5 Skandas überreicht hast, erhältst du danach eine Pastille. Und durch diese werden all deine Werte verbessert. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass du die Silbertrophäe nur erhältst, wenn du bereits die vorherigen 15 Pastillen eingesammelt hast. Sollten dir diese noch fehlen, schau gerne mal in den angepinnten Kommentar rein. Dort habe ich dir ein Video verlinkt, in dem ich dir zeige, wo sich alle 15 Pastillen befinden. Und bevor das Video endet, habe ich noch einen weiteren Tipp für dich, wie du deine Werte verbessern kannst. Hierfür wählst du den jetzigen Menüpunkt aus und hier ist es natürlich interessant zu wissen, dass du dadurch deine Stats permanent verbessern kannst. Ähnlich wie bei den Geistfunken ist es auch hier möglich, die Werte zurückzusetzen. Solltest du also mal bei einem bestimmten Boss Probleme haben, kann es hier natürlich Sinn machen, die jeweilige Resistenz zu maximieren. Und sollte ich dir mit diesem Video weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Wie gewohnt kannst du jetzt weitere Guides zu Black Myfukong unten im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!